Bitte recht freundlich, hieß es für die Athleten des Deutschen Skiverbandes. Beim offiziellen Einkleidungstermin in Schwäbisch Hall waren die Wintersportler in besten Händen. Wir kümmern uns um die DSV-Sportler jetzt, die kriegen ihren neuen Audi-Dienstwagen und ein bisschen Kleidung. Und wir machen dann nachher noch ein bisschen Spaß mit dem R8 e-tron und dem A3 e-tron. Felix Neureuther, Magdalena Neuner und Kollegen auf dem Weg zur Probefahrt mit den beiden e-tron. Chauffiert von den DTM-Piloten Timo Scheider und Mike Rockenfeller. In 4,5 Sekunden beschleunigt der R8 von 0 auf 100. Kein Kuppeln, kein Schalten und... Das ist halt schon brutal ungewohnt, weil man einfach nichts hört. Und ja, war schon was anderes wie in einem normalen Auto. Magdalena Neuner wollte sich kaum trennen, aber irgendwann muss auch ein e-tron zum Tanken an die Steckdose. Neue Teamkleidung und neue Dienstwagen. Für die DSV-Athleten kann die Saison beginnen.